Wir haben nur eine Schweiz. Diesen knappen Landressourcen und den Schönheiten des Naturerbes Schweiz müssen wir Sorge tragen. Es liegt in der Verantwortung von uns allen, diesen künftigen Generationen gut erhaltene und natürliche Lebensgrundlagen zu sichern. Die Auswirkung von unserem Handeln wie der Klimawandel und die schwindende Artenvielfalt ist dabei eine bedeutende Herausforderung. Sie sind für mich ein Auftrag, entschlossen, die anzugehen müssen. Eine weitsichtige Energie- und Umweltpolitik, eine liberale, braucht neue Ansätze. Zielführende Massnahmen müssen jedoch immer ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig sein. Das Ziel erreichen wir nur mit Innovation und Fortschritt und nicht mit starrer Verbotspolitik. Somit ist eine liberale Umweltpolitik auch eine Wirtschaftspolitik. Ich bin überzeugt von der Eigenverantwortung, von der Innovationskraft der Menschen und der Unternehmen in der Schweiz. Ein aktuelles Beispiel ist die Firma Christen, die den Naturpark Fenn Nord in Küsnacht realisiert hat. Biodiversität und Artenvielfalt ist bei diesem Unternehmen kein Fremdwort. Es braucht langfristige Lösungen im Bereich Energie- und Umweltpolitik, damit auch die nächsten Generationen gute Rahmenbedingungen haben und vom Wohlstand profitieren können. Das ist meine Überzeugung. Dafür setze ich mich ein. Danke Ihnen für die Unterstützung.